Liebe Zuschauer, wir sind heute bei der AWO in Hoyerswerda. Hier gab es ein Sozialarbeiterforum anlässlich des Aktionstages der Schuldnerberatung. Und an meiner Seite ist Britta Feigs. Sie ist Teamleiterin der Schuldner- und Insolvenzberatung der AWO, des AWO-Kreisverbandes Lausitz. So heißt es ganz genau richtig. Frau Feigs, wer hat sich denn heute hier eingefunden? Um welches Thema ging es denn ganz konkret? Also das ist eine ganze Aktionswoche, was bundesweit durchgeführt wird, und verschiedene Beratungsstellen führen dann auch verschiedene Veranstaltungen durch, und wir haben eben eine Multiplikatorenschulung angeboten, wo das Sozialarbeiterforum teilnimmt, aber auch Betreuer, auch Gläubiger haben wir eingeladen, die auch da waren, Vermieter, Stromanbieter und so weiter, und die heute zu uns gekommen sind, und das Thema war Weg mit den Schulden, weg mit den Schulden. Gibt es so verschiedene Interpretationen, Interpretationsmöglichkeiten, weil auf der einen Seite natürlich möchte man die Schulden weghaben, aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, wie schafft man das? Und das war so das Thema heute. Das ist ja überhaupt das Problem, dass viele, die sich der ernsten Lage gar nicht bewusst sind, wenn es Probleme gibt, immer zum Monatsende noch so viel Monat übrig ist und kein Geld mehr da ist und dann erste Mahnungen kommen, sich erstmal durchzuringen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und da sind Sie ja als Anlaufstelle genau richtig. Das ist so. Also natürlich wäre es gut, so zeitig wie möglich zu uns zu kommen. Ja, also da geht es nicht darum, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sondern vielleicht sich auch einfach nur mal eine Haushaltsberatung durchführen zu lassen. Einfach um mal zu gucken, wo kann ich denn was vielleicht einsparen, wo habe ich vielleicht Leistungen nicht beantragt. Das wäre so als erstes. Aber vom Prinzip her kann jeder zu uns kommen, egal in welchem Stand er gerade ist, also was jetzt Schulden betrifft. Oder es ist auch egal, was er für ein Einkommen hat. Zu uns kann jeder kommen. Und es ist ganz wichtig, diese Beratung ist ja kostenfrei, die Sie anbieten. Wann wäre denn aus Ihrer Sicht, als Profi, sage ich jetzt mal, der Schritt, diese Beratung aufzusuchen, ganz, ganz wichtig? Also schon, wenn ich eigentlich kaum noch Luft zum Atmen habe, oder wenn ich merke, hier gibt es schon über einen Zeitraum Probleme, dass ich mit dem Geld vorne und hinten nicht klarkomme? Genau so. Also es muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ja, also wenn jemand darunter nicht leidet und das selber regeln kann, dann braucht er uns ja nicht. Aber wenn er für sich merkt, er leidet darunter, es funktioniert nicht mehr, dann sollte er uns aufsuchen. Auch wenn er sagt, ich habe noch gar nicht so viele Schulden. Oder es ist ja irgendwann mal überschaubar. Aber ich schaffe es in dem Moment nicht. Also das heißt, wenn vielleicht schon ein Inkasso sich einschaltet, vielleicht sogar schon der Gerichtsvollzieher sich meldet. Also spätestens dann sollte man eine Schuldnerberatung aufsuchen. Was passiert denn dann mit dem, der sich Ihnen da anvertraut? Also so, der zu uns kommt, ihm hilft es nicht, wenn man ein nettes Gespräch führt und dann geht er wieder, sondern er möchte ja wirklich konkrete Hilfe haben. Und also wir nehmen auch die Unterlagen entgegen, wir schreiben die Gläubiger an und wir führen Verhandlungen mit den Gläubigern. Ob das jetzt ist, dass wir Raten vereinbaren oder Vergleiche oder aber dann auch ein Insolvenzverfahren vorbereiten und durchführen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, dann entsprechend diesen Schuldenabbau anzugehen und unterm Strich vielleicht ja dann zu sagen, wir haben es gemeinsam geschafft, die Schulden sind weg. Ja, genau so. Wenn Sie aus Ihrer Erfahrung jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, was sind denn die Personen oder was ist denn die Personengruppe, die am häufigsten in die Schuldenfalle irgendwie gerät? Es sind vor allem Arbeitslose, aber in zunehmendem Maße auch Schuldner, die eine Arbeit haben im Niedriglohnsektor, die vielleicht sogar noch ergänzend Hartz IV beziehen. Aber so vor allem Arbeitslose. Und aus Ihrer Erfahrung, wie rutscht man da rein? Sind es die Handyverträge, was man gehört hat, bei jungen Leuten vielleicht oder irgendwelche anderen Dinge, weil man ja so schön erstmal auf Teilzahlung über Katalog bestellen kann? Ihre Erfahrung, was sind dann so die Dinge, wo man ganz schnell plötzlich Schulden aufbaut? Also da gibt es unheimlich viele Ursachen. Ne? Also das ist, ob jetzt verschuldet oder nicht verschuldet, das ist für uns ja auch nicht unbedingt das Thema. Aber man muss sich doch nur ein Haus kaufen. Man ist verheiratet, man lässt sich scheiden.
Die Finanzierung eines Hauses ist ja für beide zusammen. Einer geht, muss Miete zahlen, zahlt den Kredit nicht mehr mit und damit platzt die Finanzierung des Hauses. Und schon bin ich überschuldet, weil ich gut das Haus vielleicht für den Preis nicht mehr losbekomme, wofür ich es mal gebaut habe. Das ist eins. Natürlich gibt es auch die unwirtschaftlich arbeiten, die keine Übersicht über ihre Ausgaben, Einnahmen haben und zu viel ausgeben eigentlich. Aber gar nicht dieses Geld dafür haben. Oder die einfach auch mal selbstständig tätig waren und damit gescheitert sind. Oder die aus Krankheitsgründen wirklich in die Falle getappt sind. Oder weil sie einfach arbeitslos geworden sind. Man musste sich für eine Arbeit ein Auto kaufen. Wie kauft man ein Auto, indem man Kredit nimmt? Dann kommt man in die Arbeitslosigkeit. Wie schnell ist man bei Hartz IV und kann mit dem Bedarfssatz für Hartz IV einfach die Kreditrate nicht mehr tilgen, weil die meistens zu hoch ist. Also das sind so ganz viele Ursachen, die dann dazu führen, dass man wirklich überschuldet wird. Und Sie, Ihr Team, sind dann Ansprechpartner für Leute hier aus der Region. Wie erreicht man denn die Insolvenz- und Schuldnerberatung in Hoyerswerda? Wie sind die Öffnungszeiten, vielleicht Telefonnummer und so weiter? Also wir sind drei Mitarbeiter in unserem Team. Und unsere Adresse ist die Ferdinand von Schillstraße 19. Wir haben ein Büro in der Kita Spielparadies. Die Öffnungszeiten sind vom Prinzip her jeden Tag von 9 bis 12 Uhr. Und am Donnerstag dann 13 bis 18 Uhr, an den anderen Tagen dann 13 bis 15 Uhr, bis auf Freitag dann. Ne? Die Telefonnummer ist die 03571 604807 und da sind wir eigentlich auch immer zu erreichen und dann kann man sich mit uns einen Termin vereinbaren. Aber wer jetzt ein ganz konkretes Problem hat, ganz schnelles Problem hat, sagt Termin, das ist schon zu spät, dann sollte er in die Krisensprechstunde am Mittwoch kommen. Die ist von 9 bis 11 und 13 bis 15 Uhr und da kann jeder kommen ohne Termin. Wird vor allem genutzt zum Ausstellen von Bescheinigungen für P-Konto-Bescheinigung wird das vor allem auch viel genutzt. Das ist notwendig, wenn man eine Kontopfändung bekommt, sich darüber zu informieren, was man dann machen muss, um wieder an sein Geld zu kommen. Also das sind dann so Dinge, wo akut gehandelt werden muss, genau. Da sind Sie dann auch da. Wunderbar. Ja, dann danke ich ganz herzlich erstmal für dieses Gespräch, für diese Informationen, die wir bekommen haben für Sie, liebe Zuschauer. Ganz wichtig vielleicht noch als allerletztes, falls jemand jetzt sagt, also das ist doch ein Weg, den ich gehen will mit Ihnen, mit Ihrem Team gemeinsam. Die Beratung, alles was mit Ihnen besprochen wird, ist natürlich selbstverständlich anonym. Erstens ist die Beratung anonym und sie ist auch kostenlos. Also, dann sollten Sie es vielleicht nutzen, wenn Bedarf besteht. Frau Feix, vielen Dank. Danke sehr.